Lieblingsauto und eigenes Auto kann ich da, denke ich, mal drunter fassen. Und zwar eigenes Auto. Willkommen heute zu einem neuen Video und heute mal etwas anderes, und zwar ein FAQ-Video. Das wurde sich mal wieder gewünscht und deshalb konntet ihr mir Fragen stellen auf Twitter unter dem Hashtag FragPad. Und ja, dementsprechend haue ich jetzt mal so ein Video raus. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht und wünsche euch jetzt viel Spaß. Ja, starten wir auch direkt mit der ersten Frage, und zwar kommt diese von It's Venox. Und zwar fragt er, wie hast du mit YouTube angefangen und hattest du einen bestimmten Reiz oder kam es plötzlich? Also wie ich mit YouTube angefangen habe, das ist eigentlich relativ simpel gewesen. Ich habe immer noch einen Real-Life-Kumpel, und zwar den lieben Dustin. Grüße gehen da nicht raus, wenn du es sehen solltest. Und damals hatten wir ja schon einen Kanal zusammen, hatten den auch circa ein Jahr, hatten nach einem Jahr, ich glaube, sogar 300 Abonnenten. Das war für uns schon krass, also da waren wir echt stolz drauf. Aber irgendwann hatten wir halt keinen Bock mehr drauf und deswegen, ja, haben wir halt aufgehört. Und dann irgendwann hatte ich wieder Bock drauf, weil halt eben dieses PvP immer mehr in Minecraft bekannter wurde. Also generell PvP wurde ja immer eine Zeit so ein bisschen gehypt und sowas. Und dann dachte ich mir, könnte ja mal wieder anfangen. Dann habe ich halt eine Runde Trouble in Mineville hochgeladen. Dachte mir auch nur so, ja, lädst mal Spaß hoch und danach nie wieder was. Ja, und jetzt bin ich bis heute dran. Also ist eine relativ lustige Geschichte. Und ob ich, wie gesagt, einen Reiz hatte oder sowas, ich hatte nur einfach den Hintergedanken, mal Spaß damit zu haben. Generell, einige Leute sagen immer, ihr fuckt dort alle nur wegen Geld an und so, bla bla. Leute, als ich mit YouTube angefangen habe, konnte man kein Geld verdienen, also mir kann keiner was hinterher werfen. Dann kommen wir zur zweiten Frage, und zwar ist diese von Konstantin Husak. Und zwar, er fragt, Hashtag FragPad, wie lange kennst du und spielst du schon Minecraft? Minecraft kenne ich seit der Minecraft-Version 1.3 Beta und dementsprechend spiele ich es auch schon seit der Minecraft-Version 1.3-01 Beta, war das, glaube ich. Doch, es war so. Da wurden, glaube ich, gerade die Betten eingeführt und das war, lass mich nicht lügen, 2012 oder so. Ich meine, es wäre 2012 habe ich ja mit dem Kanal Crafting Pad angefangen. Ich kann mal ganz kurz nachschauen, Minecraft 1.3 Beta, wann die ganze Version released wurde. Es war der 22. Februar 2011, heißt, ich kenne Minecraft ungefähr seit, ist echt schon, Alter, wie krass es ist, seit 5 Jahren kenne ich das Spiel, alles klar, Digga. Ja, damit ist die Frage, denke ich mal, gut beantwortet. Ja, kommen wir dann zur nächsten Frage, und zwar kommt diese von Nico. Er fragt, Hashtag FragPad, was war dein allererstes YouTube-Ziel, in Klammern Abonnenten? Generell so eine Sache, so ein Ziel zu setzen ist immer recht schwierig, finde ich, weil man möchte sich natürlich immer irgendwo steigern, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie ein Abonnentenziel. Also ich habe jetzt nicht gesagt, Jungs, eine Woche habt ihr Zeit, wenn wir nicht die 100.000 knacken, dann bin ich auf jeden Fall weg. Leute, das könnt ihr vergessen, ich bin da mit einer ganz anderen Einstellung rangegangen. Ich bin mit der Einstellung rangegangen, wenn ich mal Feedback bekomme, dann wäre das schon richtig geil. Und das war auch, finde ich, die richtige Einstellung. Mittlerweile setze ich mir gar keine Abonnentenziele. Ich freue mich natürlich über Meilensteine, so soll das, also auf keinen Fall falsch verstehen. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. Das ist das Geilste, was ihr mir geben könnt. Feedback, generell Bewertungen. Das ist alles so eine krasse Sache. Das ist ein richtig starker Support, muss ich sagen. Und ein Ziel setze ich mir da persönlich nicht. Wie gesagt, es wäre geil, wenn man einen gewissen Meilenstein knackt, aber ich sag jetzt nicht, okay, eine Woche, da möchte ich wieder 20.000 Abonnenten haben, sonst ist hier Ende im Gelände. So, dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar kommt diese von Lukas. Er fragt, Hashtag FragPad, wie finden es deine Eltern mit YouTube und so? Und dann Wohnung oder noch bei deinen Eltern? Ja, meine Eltern, was halten die von YouTube? Keine Ahnung, finden sie lustig, finden sie gut, also ist den jetzt nicht Wayne, aber sie finden es halt eigentlich ganz gut. Mein Vater schaut auch mal ab und zu rein, meine Mutter eher weniger, die ist da irgendwie nicht so Technik, ja, sie ist halt nicht so der technikbegeisterte Typ und generell spielen und so, das ist halt gar nicht ihr, mein Vater eigentlich auch nicht, aber der schaut einfach mal manchmal ab und zu für mich rein. Ja, und ob ich eine Wohnung habe oder noch bei meinen Eltern wohne, ist natürlich, ich wohne bei meinen Eltern und eine Wohnung brauche ich auch nicht. Für, keine Ahnung, ich bin bei meinen Eltern voll zufrieden.
Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar kommt diese von der 3D-Gamer. Er fragt, wird es bald wieder Livestreams geben? Und da kann ich nur sagen, liebe Freunde, Livestreams generell, ich habe da ja eigentlich mega Bock drauf, das wissen auch die meisten. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt nur, dass meine Internetleitung irgendwie schlechter wurde. Ich konnte ja damals relativ gut streamen, jetzt nicht mit der besten Qualität, aber ich konnte zumindest streamen und die Qualität war ganz okay. Aber mittlerweile hat sich meine Internetleitung verschlechtert und ja, jetzt ist es aber so, dass ich glaube ich irgendwann Oktober oder September sogar VDSL bekomme, also sogar ich glaube 100k und ja, bis dahin ist natürlich noch ein bisschen Zeit, aber ich sag mal so, lieber eine gute Leitung bekommen, als überhaupt gar keine Leitung, also gar kein Upgrade zu bekommen, sage ich mal, ne? Man muss immer das Positive an der Sache sehen, auch wenn es dauert, wird es irgendwann der Fall sein und ich denke mal, spätestens, also allerspätestens dann, wenn ich eine bessere Leitung habe, wird es auch regelmäßig Livestreams geben und das sogar in einer sehr guten Quali, weil ich dann sogar 40 Mbit Upload habe, glaube ich. Also schon was relativ Nices und ja, bis dahin müsst ihr euch aber erstmal noch gedulden. Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Frage und zwar kommt diese von Doggy Graphics und er fragt, Hashtag FragPad, Lieblingsauto. Ihr wisst, Leute, okay, eventuell wisst ihr es nicht, aber ich kann es ja einfach mal sagen, ich bin der totale Autofan, ja? Also ich bin so ein Autoliebhaber, sage ich mal. Wo geile Autos sind, da werde ich halt direkt verrückt und da pocht mein Herz auch schneller. Nee, aber Lieblingsauto und eigenes Auto kann ich da, denke ich, mal drunter fassen. Und zwar eigenes Auto, vielleicht habe ich eins, vielleicht auch nicht. Vielleicht ein Lambo, vielleicht ein Ferrari, vielleicht auch gar keins, vielleicht auch ein Twingo. Nee, kommen wir erstmal zu Lieblingsauto. Also Lieblingsauto ist generell so eine Sache, ne? Jetzt mal davon abgesehen, dass ich dieses Auto nie haben kann. Es ist echt schwierig, muss ich sagen. Es ist echt schwierig. Also es gibt so viele Traumwagen von mir. Da könnte ich eigentlich alles reinpacken. Ferrari finde ich geil, ich finde Lambos geil, Aventador, Gallardo finde ich geil, ich finde Mercedes genauso sexy, boah, Audi A8, Traum. Nee, also es gibt so viele geile Wagen, A7, Alter, boah, Mercedes auch mega geil, besonders S-Coupé in AMG, boah, also das sind echt geile Wagen, aber natürlich unerreichbar wahrscheinlich. Nee, aber ein Wagen, den ich momentan echt feier, der ist ja jetzt auch neu rausgekommen, ist von Mercedes, das ist der C-Coupé, der neue. Das ist nämlich einer, der sieht ungefähr aus wie der S-Coupé in AMG. Nur, dass er halt eine Chromlippe hat und der Heckdiffusor ist halt auch in weiß, wenn man den nicht in AMG-Form hat. Und auch keine Seitenschweller und sowas, aber ja, das ist halt einfach, keine Ahnung, unerreichbar für mich und keine Ahnung, also generell, ich finde, ich habe so viele Lieblingsautos, da könnte ich ein ganzes Video drüber sprechen. Deswegen lassen wir es hier mal so stehen und ob ich ein eigenes Auto habe, kann ich nur sagen, nein, ich habe kein eigenes Auto und ich glaube, selbst wenn ich ein eigenes Auto hätte, würde ich das wahrscheinlich gar nicht sagen. Jetzt davon abgesehen, ob das jetzt ein krasser Wagen ist oder, sage ich mal, ein schlechter Wagen, also schlecht kann man sowas sagen, also so ein etwas günstigerer Wagen, sage ich mal, ein Twingo oder sowas, ist ja, immerhin fährt er. Ich glaube, ich würde das dann auch gar nicht sagen, weil es gibt ja auch immer dann so die Leute, die dann rumhaken, YouTube Money, keine Ahnung. Also ich glaube, selbst wenn ich ein Auto hätte, würde ich auf jeden Fall kein Video dazu machen oder ich würde das auch gar nicht irgendwie in die Öffentlichkeit präsentieren, weil meiner Meinung nach, so nehme ich das zumindest auf. Ich mag es einfach nicht, wenn irgendwelche Leute meinen, halt mit Sachen angeben zu müssen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gönne es einem nicht, wenn er irgendwas Krasses hat. Auf keinen Fall. Also ich gönne jedem was. Ich meine, soll er ruhig haben, keine Frage. Nur ich mag das halt nicht, wenn jemand meint immer so, boah, ich hab das. Und dann muss man das immer in jedem Video präsentieren. Ich weiß nicht. Es ist halt nicht meins, wenn jemand meint, das so machen zu müssen, ist ja vollkommen okay, aber es ist halt nicht so meine Art und ich finde, das macht auch einen total unsympathisch, wenn man halt meint, immer mit solchen Sachen protzen zu müssen, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, halt nicht so meins, also muss ich nicht machen.
Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar fragt der Noxius, darf ich das Video beenden? Mö, will er mich ficken? Und dann kommt Lizzie und schreibt, kannst du Nox nicht das Video beenden lassen, sondern mich? Ja, ich würde sagen, ihr beide könnt das Video beenden. Das war's nämlich jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, liebe Freunde. Falls ja, dann könnt ihr gar gerne mal eine positive Bewertung dalassen. Das würde mich natürlich wie immer freuen. Und dann gibt's auf jeden Fall auch nochmal irgendwann so ein FAQ-Video, wenn ihr Bock habt. Schaut einfach auf Twitter vorbei, da poste ich das immer, wenn ihr Fragen droppen könnt. Und ja, ich hätte alles gesagt. Ich hoffe, die ein oder andere Frage war vielleicht relativ interessant. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder morgen bei einem neuen Video. Das Video kam jetzt hier ein bisschen später, weil ich das heute nicht so ganz hinbekommen habe. Es gab ein paar technische Probleme. Aber okay, morgen wieder in alter Frische um 6 Uhr morgens mit dem Texture Pack Video. Vielen Dank, Leute, für alles und bis morgen. Ciao.